Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Stationiert. Jawoll! Ja, wir joinen auf unseren Server The Bulba Vulcan mit unserem hochgeheimen Passwort. Was wir da haben. Und dann schauen wir mal, dass wir was hinkriegen heute. Ich habe in der letzten Folge. Habe ich eigentlich die letzte Folge gemacht? Es geht auf jeden Fall, Solar geht wieder. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht warum, aber Solar geht wieder. Cognition critical, jawoll. Cognition low, jawoll. So. Eine Brille? Wollen wir meine Brille lassen? Wo ist meine Brille? Der denn hier vorne liegen, wa? Die liegt hier nicht. Wo soll meine Brille sein? Meine Brille müsste ja tatsächlich irgendwo liegen. Habe ich meine Brille irgendwann irgendwie irgendwo ausgezogen? Ich weiß es nicht. Tja. Scheiße. Habe ich meine Brille hier irgendwo reingepackt? Meine Lenzies. Die habe ich bestimmt im. Wo ist mein Suit? Also. Die habe ich bestimmt hier irgendwo drin. Auch nicht. Meine Brille sollte ich hier. Hä? Wo ist meine Brille? Wo ist meine Brille? Wo soll die denn sein? Lass uns mal kurz meine Brille suchen. Ich sehe sonst nicht. Welchen die verloren haben. Ich meine, wir bauen uns eine neue, ne? Keine Frage, aber ist ja nicht. Ist ja nicht das Gelbe vom Ei, ne? Das ist ja ein Ding. Gut. Ja, Leute, hier haben wir auf jeden Fall Farm. Das haben wir, glaube ich, zusammengebaut und dann habe ich das hier mal so ein bisschen verkleidet, verschnucklisiert sozusagen. Alles schnucklig. Ja. Und ja, da habe ich mich jetzt so ein bisschen beigemacht, alles mal so ein bisschen schick zu machen. Und ja, hier hinten sind auf jeden Fall unsere Plänzchen jetzt. Wir müssen noch ein bisschen was streichen, sozusagen. Ja. Und dann haben wir hier Zugangspunkte, sozusagen. Ja. Hier kann man jetzt so ein bisschen Kabel verlegen, Rohr verlegen. Und dann habe ich das alles so ein bisschen auch umgelegt, dass ich hier auch mal durchkomme. Und alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen schicker halt. Alles ein bisschen schicker. Ne, habe ich jetzt hier oben quasi die ganzen Dinge auch abgebaut, sozusagen. Ja, dann habe ich meine Brille scheinbar verloren. Die ist wohl beim Server-Relog irgendwie abhandengekommen. Wir waren duschen.
Beim Duschen hatte ich die auch irgendwo hingeschmissen. Wir waren duschen, das waren wir auch noch. Den haben wir uns da irgendwie reingefecht. Ja, auf jeden Fall ist meine Brille weg. Das ärgert mich. Das ärgert mich eben, dass die weg ist, sozusagen. Ja, Solar geht wieder. Irgendwie geht Solar wieder. Fragt mich nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Das ist mehr als eine schöne Sache, keine Frage. Aber warum muss ich mich so hart quälen? Ist die andere Frage. So. Keine Ahnung, wie eine Brille aussieht, wenn sie im Schrank liegt, ne? Keine Ahnung. Das scheint echt weg zu sein. Muss ich mir mal meine Aufzeichnung eventuell angucken. Ich glaube nicht, dass sie oben liegt oder so. Hier habe ich mich mal ein bisschen verfuckelt. Hier den Raum, der ist noch absolut über. Haben wir da den Zugangspunkt? Tja. Da ist die Brille wirklich verbuggt, ne? Naja, hier können wir auf jeden Fall ja, Dinge verstecken, sozusagen. Das mit meiner Brille nervt mich jetzt. Weil ich mit der Brille auch arbeiten wollte, tatsächlich. Jetzt demnächst. Und die ist nicht da. Das ist ja völlig, völlig scheiße. Diebe haben mir meine Brille geklaut. Diebe und Räuber. Gut. Ja. So ist das eben. So viel Zeug, was wir haben bereits. So viel Zeug, was wir haben. So. Gut. Ja, auf jeden Fall habe ich alles ein bisschen verschlimmbessert, sozusagen. Ja, und habe mich hier mal rangemacht, alles ein bisschen zu verkleinern, ein bisschen toller, ein bisschen schicker, ein bisschen einfach ein bisschen mehr, sozusagen, ne? Einfach ein bisschen mehr. Wenn wir jetzt hier schon mit im Multiplayer spielen, dann muss ich mich ja nicht völlig blamieren, ne? Das ist ja dann wohl auch so. Nicht wahr, Freunde? So. So. Dann kann das jetzt mal alles ein bisschen... Ja. So. Der Tagesziel heute ist... Ja, maximale Basisstabilität sozusagen erreichen. Und neue Flanskin anzupflanzen, damit wir nicht verhungern, sozusagen.
Beziehungsweise damit wir schön weitermachen können mit hier essen. Dann nehmen wir jetzt mal 10 Sojabohnen. Und pflanzen die mal an. Ja, und das ist das Entspannte an so einem Gewächshaus. Ja, da kann man einmal auch im Stil was machen. So, da haben wir schön 20. Farmer. So, und jetzt machen wir schön Weizen. Alles im großen Stil. So, und dann machen wir da noch Potatoes zwischen. Dann haben wir es. Potatoes. Jo. Dann haben wir eine Seite voll mit Saatgut sozusagen. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal eine Ducky-Reihe. Aber eine neue Ducky-Reihe sozusagen. So. Wir machen hier, ja, machen wir hier hinten Duckys? Etwa so. Pflanzen wir jetzt alles an und ich hoffe, es wächst auch. So, wie geht's denen hier? Gut. Wir sollten eigentlich mal Kontrolle machen auch. Basisstabilität und so. Vielleicht auch mal eine neue Reihe anpflanzen. Aber es sieht alles sehr gut aus. Light Deficiency. Illumination Stress. Es ist lange genug dunkel, aber nicht hell genug. So, das ist natürlich Winterspawn Control. Light on Sun Angle.
Ja. 98. Da müssen wir sehr vorsichtig sein mit. Beziehungsweise, wir sollten die Winterspawn Power. Ich sollte mal so wieder 10 Stück, so ein bisschen 10 Stück Saatgut ernten. So das dumme Gefühl, dass das sonst in die Hose geht. Nur 10. So. Dit war dit. So, wir haben uns jetzt quasi um Grünzeug gekümmert. So, nächste schlaue Schritt. Um die Basis in einem Zustand, wie, ne, also Ziel ist es jetzt, Leute. Ziel. Gibt ein Ziel. Ziel ist es, die Basis in einem so einen krassen, geilen Zustand zu bekommen, dass sie ohne mich weiter existiert. Ohne mich weiter existiert, wenn sie keiner manipuliert. Dazu gehört natürlich ein oberkrasses Energy Management. Das heißt, so viel Energie so viel Energie wie nur nötig ist. Nicht mehr und nicht weniger Energie. Das heißt, wir machen Energiesparoptionen. Wir nehmen Energiesparoptionen. Energiesparoptionen. So, diese Energiesparoptionen, die müssen wir jetzt Stück für Stück implementieren. Das heißt, Kälteanlagen, wenn sie nicht benötigt werden, abschalten. Licht, was nicht benötigt wird, abschalten. Ja, generell alles, was nicht benötigt wird, einfach abschalten. Das ist das große Ziel. Hier eine Medizinpille. Und dann haben wir noch eine Medizinpille. Uns noch drum kümmern. Gut, haben wir Medizin gepillt. Erledigt das Ding. So, haben wir jetzt da hinten Licht.
Da ist klar. Hier haben wir Licht. Ja. Gut. Sehr schön. 1,51 kW. Wollt ihr mich verarschen? 1,51 kW buddern wir hier rein. Watt. 180 an der Decke und 50 auf dem Boden. Aber 1,5 kW, was soll das sein? Sind es die zwei Klimas, zwei Filtrations? Dann haben wir 180, 360 Watt an der Decke. Und dann läuft hier immer irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Scheiße rum, oder was? 1,5 kW. Ziemlich teure Wintersbonis, findet ihr nicht auch? Behalten sie die Basiskühe. 1,5 kW. Junge, da, das habe ich auch nicht gedacht. Gut, alleine die Tür, die brät ja schon. Naja. Aber wir sparen erstmal an offensichtlichen Stellen Energie. Brauchen wir irgendwas? Wir nehmen mal noch ein Circuit mit. Das hat niemanden zu interessieren. Ja, 1, boah, das trifft mich, das ist hart. Auf der anderen Seite sind wir bei 100%, ist alles okay. Ja, mal sehen, ob wir von den 18 kW irgendwie so ein bisschen runterkommen. Ich meine, das sind 18 fucking kW, ne? Die muss man auch erstmal verbrauchen, wisst ihr, wie ich meine? Nur 46, 47. Mehr minus 46? Nee, mehr minus 45. Es wird heißer. Gut. Gehen wir rein. Gehen wir rein hier in die Geschichte. Die
Gehen wir rein. So, was ich jetzt erstmal ändern will. Guck mal, da ist schon ein Chip drin sozusagen. Und ich will die pumpen. Wenn er im Idle ist. VPO2 FTO2 Waste VP FTO2 Waste. So, das ist jetzt erstmal eine einfache Geschichte. Wir importieren das. Und haben hier oben so set greater than Batch Network VP Ash on Air Guess. So, und das einzige, was ich machen muss, ist define VP Volume Pump. So, Hash. So. Confirm. Export. Gut. Energy gespart. So, Filter Info Waste. VP Filter N2 Waste. So, hier gucken wir wieder nach dem gleichen. Batch Network VP S on I guess define VP S kopieren das wieder, bring das da rein, confirm das und export. Und die nächsten Pumpen sind aus. So. Machen wir mit dem hier hinten auch. Auch ein Chip drin. VPFTCO2. Waste nehme ich mal an. Die Frage ist, VPFTCO2, brauche ich das Ding? Das Ding brauche ich ja gar nicht. Das Ding brauche ich ja 0,0, nix. Das Ding ist ja quasi überflüssig.
Denn CO2 kann ich mir aus der Atmosphäre. Theoretisch. Praktisch. Dann könnte ich mir diese Filtereinheit, ja, wie kriege ich das Waste-Gasrohr leer? Waste-Gasrohr kriege ich nur leer, wenn ich alles rausfilter. Das heißt, er hier filtert und genau. Nur so kriege ich das Waste-Gasrohr wirklich leer. So, Filter, CO2 Waste. Und. Ne? Wisst ihr, wie ich meine? Ja, das ist halt das Ding. VP Filter CO2 Waste on air gas. Ja. So, da sind jetzt erstmal 6 Pumpen ausgegangen. Das müsste man doch schon. Wie kann es sein, dass er so sprunghaft auf minus 80 geht? Wie kann das sein? Wir hatten noch eben gerade noch minus 40. Der Wärmetauscher ist zu schlapp. Und hier ist auch zu wenig Zeug drin. Hier ist zu wenig Zeug drin. Warum ist er so wenig? Warum ist er nicht bei 20 Megapascal? Warum ist er bei 3,8 Megapascal? Warum? Der müsste sich doch dagegen stemmen, tatsächlich. Filter H2 Input. Was hat er für ein Problem? ...3800. Wann habe ich denn das eingestellt? Den wollen wir jetzt mal langsam wieder hochdrücken. Wir stellen ihn jetzt erstmal auf 10.000. Weil das kann ja nicht... Das kann ja nicht angehen. Habe ich bestimmt deswegen mal runtergestellt, weil wir Gas, ja, wegen der Kühlanlage habe ich das mal dahingestellt. Aber das ist ja jetzt irrelevant. Die Frage ist ja auch, warum? Warum der mit seinen minus 80 oder mit seinem minus 83 da eben so ist. Hm?
1,41 Megapascal. Nitrogen. Maximal liquide Temperatur. Das raff ich wieder nicht. Wir haben ihn bei 1,4. Wir haben das mit Nitrogen geflutet. Und wir haben oben minus 100 Grad begrenzt. Minus 100 Grad sind das da oben. Da frage ich mich, dass minus 100 Grad sind. Warum kriege ich da nicht auch minus 100 Grad rein? Also warum sind das nur 1,4 Megapascal? Ja, das ist das Problem. Minus 83,1 wird es flüssig. Bei 6000 Kilopascal. Aber das ist ja wiederum auch ein Flüssigkeitsrohr. Also könnte das ja ruhig noch erheblich kühler sein. Allerdings, wenn wir da mal Plusgrade erreichen, ja, das Rohr ist halt, das Rohr schwankt zu hart. Aber bis, wir können ja quasi die untere, wir brauchen Kühlpuffertank. Wir müssen Kälte, verdammt nochmal, in großen Mengen speichern können. Dass wir viel Reaktionszeit haben, wenn irgendwas ist. So wie es bisher auch immer war. Frage ist, wie realisieren wir das? Ne? Wie realisieren wir das? Wir haben diesen Punkt. Achso, hier ist die Temperatur gasförmig. Bei minus bis minus 190 Grad sind wir gasförmig, egal was wir machen. Egal bei welchem Druck. Ist das wird? Ist das wird? Ja, ich weiß auch nicht, wie es genau. Da müssen wir mal gucken. Aber der springt mir zu sehr. Der springt mir zu sehr. Der springt mir einfach zu hart. Aber das, die ganze Kühlanlage ist halt komplett auf komplett auf Wasserrohr. Und das ist ein Riesenrohr. Das wechseln wir mal nicht so eben aus. Wenn der Gas drin ist, spielt überhaupt keine Rolle. So, Moment. Ja, wir können auch nicht unendlich Druck raufbringen, ne? Auf das Gas. Oder wir müssten halt eine Druckregelanlage bauen, die das hochdrückt, wenn es kalt wird, und niederdrückt, wenn es warm wird. Wisst ihr, wie ich meine? Die das permanent bei 3 Bar hält oder so. Und der kann ja eigentlich auch eine Temperatur haben, die ist völlig egal. Das kann ja auch eiskalt drin sein, das Zeug hier. Das würde ja überhaupt keine Rolle spielen. Da lass uns mal drüber nachdenken, dass wir da so eine Anlage bauen. Ne, Freunde? Machen wir so. So, die 6 Pumpen sind aus. Wir haben also... Ja, guck mal, jetzt haben wir wieder eine größere Last.
Ja, jetzt müssten wir eigentlich, steuert sich das da oben so ein bisschen alleine. Aber uneigentlich. Fällt auch bald unsere Heizung aus. Lass uns mal nach unserer Heizung gucken. Unsere Heizung, die wie zufällig da war. Die einfach da war. Das war sowieso krass. Ne? Wir sind ja halb erfroren. Dann habe ich ja da oben dieses olle Ding da hingebaut. Und mit Mal habe ich eine Heizung entdeckt, die einfach nur tot in der Ecke stand. Aber halt noch scharf war. Ne? Wir haben es halt nicht ausgebaut. Das war halt wild. Ja, sie kühlt noch. Sie kühlt den Quatsch hier echt noch runter. Ja, die haut da einfach Kälte rein. Macht es halt so cold as fuck. Und wenn der kalt ist, dann haben wir ja wieder ein Problem. Ne? Dann haben wir ja wieder ein Problem. Denn es sind wir ja wieder im Bereich der Probleme sozusagen. Wie kalt wird denn der? Ach, der kann ja eine ganze Ecke noch, ne? Kann ja eine ganze Ecke noch. Der kann ja noch bis minus 80 Grad kommen, war. Minus 80 Grad kommen wir noch. Ja. Ja, naja. Wir brauchen aber immer noch 16 kW, ne? Weil er da auch gerade wieder am Verbrauchen ist im zweistelligen Bereich, ja 10,5, ne? Weil er jetzt wieder, ne? Jetzt, wir waren gerade auf minus 80, jetzt sind wir auf minus 41. Das auch wilde, wilde Geschichte. Ja, lass uns jetzt mal Gehirn anstrengen. Wir haben ein Gas. Ein Gas, Sauerstoffgas. Und erstmal haben wir da eine Übertragung. Schon das erste Mal. Das erste Mal. Haben wir das Problem, dass wir Sauerstoff, was oben in den Klimaanlagen ist, eigentlich nur an einem Kühler dran haben. Das ist erstmal der Status quo. Und da müsste man jetzt eigentlich schon die erste, da ist schon das erste Problem. Wir kriegen die Kälteleistung nicht vom Dach. Unsere Anlage ist eigentlich vollkommen überdimensioniert. Und wir kriegen die, lassen uns das anschauen, Leute. Und ich habe schon eine Idee.
Eine Idee. So. Wir gehen jetzt dazu über und ermitteln the problem. The problem is outside. Ja. The problem is outside. Here is a problem. Wir haben hier diese Minus. Hast du nicht gesehen? Gerade heiße oder kalte Leitung? Und die Gasleitung. Und das hängt alles an der Übertragungsleistung von dem Fuchs da oben. Dass ich da nicht schon früher drauf gekommen bin. So, das heißt, wir machen die jetzt hier auch mal weg. Ich hätte die gerne alle weg. Das machen wir auch. Wir machen die hier alle noch weg. So. Das heißt, hier an dem hängt eigentlich die Kälteanlage. Wir haben hier nämlich minus 100 Grad. Pam. Und hier minus 59. Wir haben hier minus 100. Und hier minus 60. Und das ist schon mal noch indirekt, da geht's ja gar nicht. Da ist es fuck Leistung oben. Und es haut nicht hin. Da ist wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich Leistung des Todes. Und es haut nicht hin. So. Der ist ja quasi für sich. Den kann ich aufmachen.
So. Haben wir Rohr dabei? Nicht genug. Not enough. Aber it is what it is. Müssten das eigentlich, müssten wir das so hinkriegen. So, die Hütte so ein bisschen leer saugen. Eigentlich müssten wir das so hinkriegen. Streng genommen müsste das so gehen. Ja, nach drüben dürfen wir nicht trennen. Aber wenn wir hier alle Passive Fans weg haben, dann müssten wir eigentlich die Hütte leer gesaugt bekommen. Relativ schnell sogar. So. Ist das dichteste. So. So. Und wieder an die Hütte.
Klopfen wir wieder. Drüben. Die ganze Luft rein. Theoretisch. Aber da sind so viele Active Passive Fans, dass es mal wieder nicht juckt. So. Dass es mal wieder nicht juckt, sozusagen. So, und dann machen wir da oben genau solche, so eine Verkleidung. Wie ich es gemacht habe, drüben in der Mainbase, sodass wir von innen rankommen. Und dann können wir meinetwegen die Bude hier wieder pressurisen, das würde gehen. Aber wir lassen das dann von außen schick und arbeiten von innen, sodass wir wirklich nicht in der Hitze arbeiten müssen. Das ist das Ziel. Ja, das ging ja schnell. So, jetzt gehen wir die Hütte ab. Hier hinten ist irgendwie noch... Hier hinten ist noch irgendwas nicht richtig. Jetzt zieht noch was nach. Aber das ist nicht die Welt. Das ist nicht die Welt. Aber wenn wir hier drinnen fliegen, dann gibt es natürlich wieder ein paar Molen, ne? Und wir werden hier drinnen auffliegen. Also müssen wir den pressurisen. Drüben werden wir auffliegen. Ja. Minus 72. Ah, dieses einfach zu wenig übertragen. Also es hängt nicht richtig an der Klimaanlage dran. Dazu müssten wir jetzt hier, oder wir haben ja nahezu null, ne? Wir haben ja nahezu null. So, es geht ja darum, dass sich eigentlich nichts entzündet. Und dazu würde ich das wieder liebend gerne da auch anschließen. So, dann werden wir oben einmal einen Kontrollflug machen. Sozusagen. Jetzt können wir einen Kontrollflug machen, ob draußen ja alles dicht ist. Ah, sieht aber so aus.
zwar nicht ordentlich eingepackt, aber er ist dicht. Hier oben scheint keiner zu fehlen. So. So. Jetzt geht es los. Das große Öffnen. Noch irgendwas zu öffnen? Noch irgendetwas auf irgendeine Weise irgendwie zu öffnen? Ja, die da. Hunger critical. Gut, dahin kommen wir rein. So. So. Noch etwas zu öffnen. Irgendeinen vergessen. Der geöffnet werden muss. Weil nochmal mache ich das nicht. Sieht aber gut aus. Gar nicht gemerkt.
So, edit. Achso, Chancel, Import, Edit. So, kein Auto weg, bitte. Druck out 2, Druck in 0. Confirm. Export, Export. Junge. Haben wir das? So eine ganze Bude wie der Nil. So aus, ne? Ne, hier noch nicht. Ja, geil. So. Long, long. Long, long. Long, 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 long. Jetzt könnten wir die Hütte wieder pressurizen, sozusagen. Nachdem alles offen ist, könnten wir die Hütte eigentlich pressurizen. So. Und dann haben wir tatsächlich einiges geschafft. Was ist mit dir eigentlich? Warum bist du an? N2 Injector. Who are N2 Injector who? So, wir kriegen wieder Druck, Newton. Ja, da oben war einiges im Argen tatsächlich, ne, wo wir das auseinandergenommen haben. Einige Rohrenden in Overpressure. So ist das. Gut. Wir pressurisieren jetzt wieder ganz langsam die Hütte hier. Und bauen wieder Druck auf. Und kommen aber überall ran. Ich baue hier noch 4 Milliarden Frames ab. Aber das ohne euch. Und dann... ja, geht es weiter, ne? Dann arbeiten wir unsere oder meine Idee ab. Ich baue jetzt und ich sag's euch schon vorneweg, so ich baue jetzt 25 Small Direct Heat Exchanger oder 30 Stück, oder ist scheißegal, unendlich viele auf jeden Fall. Hau die alle hintereinander
in eine Reihe, alle Mann, aber wirklich alle Mann, euch hintereinander in einer Reihe. Und dann, sehr geehrte Damen und Herren, werde ich ja das Wasserrohr und das Gasrohr von der Klima quasi anschließen. Der große Direct Heat Exchanger wird oben verschwinden. Und dann werde ich 87, ich werde so viele bauen. Das System denkt, dass jetzt ein Rohr ist, die Klimaanlage und die Wasserleitung. Ich werde das jetzt einfach mit Masse machen. Ja, und dann werden wir das schon übertragen kriegen. Da habe ich überhaupt gar keine Angst vor. Ja, weil momentan hängt alles an einem Direct Heat und der schafft es einfach nicht, der kleine Fuchs da oben. Dann baue ich hier die Smallies. Ne, hier habe ich immer zwei zusammen. Und dann schade, dass ich da nicht mehr Platz zwischen habe. Und dann hätte ich da von oben bam 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 bam. Ich da eben oben die ganze Bank abgebaut sozusagen. Ja. Ja, die ganze Bank eben. Ja, so wird's laufen. Ja, und dann werden hier oben eben. Vielleicht schaffe ich das ja, dass ich die hier oben in einer Reihe sitze. Hier oben drauf, da darf ruhig zu sehen sein, in einer Reihe. Und dann kriegen wir da echt viele hin. Müssen wir bloß das mit diese ganzen mit den Kabeln hier lösen. Weil die Kabel dürfen denn hier nicht langlaufen. Und dann hier oberhalb. Ne? Hier oben ist ja der eine. Und dann hier oben die ganze Länge. So viel wie irgend möglich geht. Eine richtige Reihe. Dann läuft der Lachs auch. Machen wir denn einfach viele. Gudi! In der Hoffnung, dass ich diesen Gedanken das nächste Mal wieder aufgreifen kann. Ich denke mal, ich mache jetzt auch Feierabend. Riesige Aufnahme-Session sozusagen. Wir können schon wieder Montag haben. Das heißt, ich werde am Wochenende aufgenommen haben. Der Stunner wird da gewesen sein. Da es jetzt eine serverlastige Geschichte ist, wird das auch passieren, dass Dinge, ja, dass hier einfach Fortschritte, externe Fortschritte sehen. Ja. Externe Fortschritte. Wir müssen ja jetzt das Ding hier noch wieder umprogrammieren. Machen wir auch. Wenn wir das Ding jetzt nicht sofort wieder umprogrammieren, dann haben wir das Problem. Dass er denkt, dass hier drinnen Vakuum ist. Das wollen wir nicht. Confirm. Export, Export, Export. So. Also Leute, Daumen hoch für mich. Ja. Und ich denke mal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi, Freunde. Macht's gut.